jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Mann, Nina, ich werde mir nie merken können, wann Amerika entdeckt worden ist. Ach Tom, mach sie doch nicht so schwer. Sei einfach ein bisschen charmant zu unserer Geschichtslehrerin. Und der ist völlig egal, wann wer Amerika entdeckt hat. So einfach ist das? Und was soll ich sagen? Hey, Sie sehen umwerfend aus. Zu plump. Sag irgendwas zu Ihren Haaren. Ich meinte neulich zu ihr, dass ihre Frisur sie jünger macht. Und schwupps, hatte ich den Test bestanden. Ehrlich? Das muss ich ausprobieren. Bühne frei. Frau Müller? Frau Müller? Entschuldigung, ich finde, Ihre Frisur lässt Sie weniger alt aussehen. Findest, ich sehe alt aus? Sie waren alt. Ach so, na dann. Wir sehen uns ja gleich beim Test. Dann werden wir sehen, wer von uns beiden alt aussieht. Perfekt. Es war eine große Herausforderung, aber ich habe es geschafft, alle meine Schuhe zu sortieren. Wow, wie aufregend. Dein Leben ist das reinste Abenteuer, was? Oh, du verstehst es nicht. Ich habe sie nach Farbe, Stil, Absatzhöhe und nach Stimmung sortiert. Die hier zum Beispiel habe ich gekauft, als ich glücklich war. Und die hier eher, als ich traurig war. Endlich habe ich ein spannendes Thema für meine Doktorarbeit. Erinnere mich in 10 Jahren bitte nochmal daran. In 10 Jahren machst du gerade mal dein Abi, wenn du Glück hast. Und jetzt teste mich. Mit meiner neuen Methode finde ich jeden Schuh in Sekundenschnelle. Also gut, mal sehen. Wo sind deine gepunkteten Schuhe? Kinderspiel. Oben links, zweites Fach von oben. Die gepunkteten Schuhe sind rot, haben einen 4 cm Absatz. Ihr Vorderteil ist rund und ich habe sie gekauft, als ich traurig war. Naja, mehr als traurig. Deprimiert. Geniale Methode. Wann ist nochmal die Nobelpreisverleihung? Na komm schon, Chaoskönig, jetzt bist du dran. Bring mir doch mal innerhalb von 20 Sekunden deine schwarzen Sportschuhe aus deinem Zimmer. Ich warte hier. So, bis heute Abend? 10 Sekunden. Bitteschön. Habe ich neulich hier vergessen. Mit meiner Supernase brauche ich nämlich keine Hightech-Sortierungsmethode. Sitz, aus, geh Gassi. Hi, Susa. Was machst du? Das ist ein Geschenk für deinen romantischen Bruder. Du weißt schon, dass ich nur einen Bruder habe, oder? Ja, er heißt Tom und ist so süß. Tom ist süß? Also das einzige Mal, als Tom süß war, hat er einen Kuchen gebacken, bei dem er Salz mit Zucker verwechselt hat. Und so war am Ende weder der Kuchen noch Tom süß. Er kann backen? Oh, er ist einfach perfekt. Also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass die mir nicht zuhört. Egal. Ich fürchte, er wird deinen Blumenkranz nicht benutzen. Abwarten. Tom, kannst du mal kurz? Bei der Arbeit? Ich habe dein Geschenk für dich. Ich weiß, du wirst es lieben. Wow, cool. Dankeschön. Hey Jungs, wir haben eine neue Frisbee-Scheibe. Tut mir leid, aber ich habe dich gewarnt. Warum? Er benutzt ihn doch. Seid ihr alle bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Das habe ich gewusst. Wenn ich mal fahren will, dann startet er nicht. Vielleicht hast du die Hausschlüssel benutzt. Ich verwechsel doch nicht die Hausschlüssel mit den Autoschlüsseln. Also gestern hat sie es getan. Hab ich nicht. Stimmt, hat sie nicht. Danke, Schätzchen. Jetzt waren die Kellerschlüssel. Nein, nein, du musst fester drehen. Das ist natürlich Quatsch. Du darfst auf keinen Fall so fest drehen. Was redet ihr alle da? Das ist das Lenkradschloss. Mama muss das Lenkradschloss lösen und dann einfach Gas geben. Hab ich doch gewusst. Schatz, nein, vielleicht hast du einfach nur vergessen, den Anker zu lichten. Es ist die Handbremse, Mama. Hab ich doch gewusst. Okay, dann bis heute Abend. Ciao. Nina, Nina. Und wie war der Test bei der Geschichtslehrerin? Ich hab 7 von 10 Punkten. 7 Punkte?
Wie hast du das denn geschafft? Hast du mir Komplimente überschüttet? Allerdings, willst du wissen, wie? Nö. Wie, nö? Willst du nicht wissen, wie ich die Geschichtslehrerin zum Obst gemacht habe? Meinst du mit Geschichtslehrerin diese äußerst nette und kluge Lehrerin? Nina, hast du Fieber? Gegen die ist Cruella de Vil eine Sympathieträgerin. Ich habe ihr erzählt, dass ihr Kleid ihr super steht. Du weißt schon, dieser schreckliche, blumige Kitschfetzen. Aber das ist ein wunderschönes Kleid. Wer bist du und was hast du mit meiner Schwester gemacht? Glaub mir, Tom, du willst dieses Kleid wunderschön finden. Weil sie direkt hinter mir steht? Gratuliere, Tom. Ich habe soeben eine neue Note für dich erfunden. -7. Wussten Sie, dass Ihre Brille Sie wahnsinnig intelligent macht? -8. Wirklich? 9. 10. Und jetzt geben Sie wieder Gas. Goofy und Max. Ein Hoch auf die Freundschaft.